Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Banjo-Kazooie, die Jigs of Time. Es geht wieder weiter hier beim Wüstenkoloss aktuell. Sind wir unterwegs und im letzten Part hier quasi auf dieser Plattform gelandet. Und wir haben auch schon gelernt, uns in einen Besen zu verwandeln. Also hier gibt es echt einiges zu tun. Ich will jetzt erstmal gucken, was hier passiert. Okay, ich weiß noch nicht, wo das ist, aber ich denke mal irgendwo im Wüstenkoloss noch drin. Gut, wir heben erstmal wieder ab und gucken mal, was wir noch machen können. Ich würde tatsächlich erstmal hier oben wieder landen. Und uns da wie so einen kleinen Shortcut wieder machen. Ah, hier ist so eine Schatzkiste, okay. Auch ein Puzzleteil. Nice. Ja Mensch, da haben wir doch schon ordentlich was. 6 Stück. Die Jinjos geben ja auch noch eins. Also es läuft ganz gut, muss ich sagen. So, zack. So, da ist der weg. Haben wir auch nochmal einen Shortcut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal so nochmal in den Wüstenkoloss unten rein. Da scheint es ja auch noch ein paar Geheimnisse zu geben. Und ein paar Noten fehlen uns auf jeden Fall auch noch. Ich glaube, wir sind jetzt so bei 85 oder so. Aber gut, gehen wir erstmal in den Wüstenkoloss und gucken mal, was wir da so machen können. Ah, die Musik ist so gut, ey. So, zack. Ja, das war jetzt nur ein Leben, ne? Da gab es jetzt keine Note für, oder? Doch, hier gibt es auch Noten. Alles klar. 86, perfekt. Ah, sehr gut. Es läuft echt gut, Leute. Okay, da ist ein Leben drin, ne? Und hier noch eine Note. Ja, und hier geht's auch nochmal überall rein. Aber kann sein, dass ich da als Besen wieder rein muss, oder? Hätte ich fast gesagt. So. 90 Noten. Das läuft so gut, Leute. Und hier noch ein paar Eier. Perfekt. Ich hoffe nicht, dass hier noch irgendwie sowas wie ein Boss auf uns zukommt. So. Ein paar Geheimnisse. Erzähl mal. A green tent in Gerudo Valley hides a clue. Ja. Die Frage ist, was für eins? Green. Warte mal, was ist ein Tent? A green tent. A green tent. Also Gerudo Valley, das vielleicht. Ha, vielleicht so ein Rohr? Ich weiß es nicht. The Asian Forest Temple. Language could help out in this dungeon. Die Sprache, die wir im Waldtempel übersetzt haben, die hilft hier im Dungeon? Okay. The best way to best the buzzing bees is by wielding the wanderers. Was? Was? Ich habe es leider gerade nicht verstanden. Ich habe gerade sehr wenig verstanden. The buzzing bees? If by waiting the Wanderers Wandering. Oh! Man kann Bienen mit dem Besen kaputt machen? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das brauchen wir aktuell gar nicht, ne? Okay, der Raum ist jetzt quasi schon erledigt, oder was? Gute Frage. Okay. Ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall erstmal da hoch. Und dann als Besen vielleicht weiter. Aber das ist jetzt auch nur ein Shortcut. Oder? Da war ich ja jetzt schon drinne. Okay. Bringt mir also eher weniger. So, und da muss ich jetzt Besen rein. Da gibt es auf jeden Fall auch nochmal ein Puzzleteil. Okay, dann sind wir aber hier auch erstmal fertig. Ich glaube, wir haben dann erstmal den größten Teil alles hier. Den Rest müssen wir, glaube ich, alles als Besen machen. Tatsächlich. Wäre jetzt meine Vermutung. Und das Gute ist, ich habe mir jetzt quasi überall Shortcuts gemacht, wie ich an diese Position komme. Das heißt, wir kriegen das easy hin. So, erstmal hier hoch. Natürlich. Kameraposition ist alles. Nee.
Ach Mann. So, jetzt aber. Ja, dann fliegen wir wohl mal kurz wieder zu unserem Mumbo-Schädel rein. Also, ihr wisst schon wem. Mumbo Mumbo. Dem guten alten Mumbo Mumbo. Achso, warte mal, ich kann ja einfach reinhüpfen, ne? Da muss ich ja nicht für fliegen. So. Und uns fehlen jetzt noch 10 Noten. Die müssen ja irgendwo noch zu holen sein. So, jetzt verwandeln wir uns aber erstmal in den Besen. Da gehen wir nochmal in den Dungeon rein. Da können wir auf jeden Fall durch das Loch kriechen, theoretisch. Sorry. Und erstmal ein Stück Kaffee. Perfekt. Also, habe ich das richtig verstanden? Der beste Weg, um Bienen zu töten, ist mit dem hier irgendwie? Miau. Ist auf jeden Fall sauschwer zu fliegen. Weil der zieht so nach oben. Ah, das würde auch ganz interessant werden. Okay. Auf jeden Fall müssen wir mit dem auch noch eine Runde drehen. Okay. Also theoretisch, wir haben jetzt den Sarkophag geöffnet und da müssten wir jetzt theoretisch hier mit dem Besen weiterkommen. Ja. Hui! Können wir noch ein paar goldene Federn holen? Ja, das läuft super, ne? Ist das doof. Mann, hätten sie ruhig ein bisschen weiter runter tun können. Nein, gar keine Zeit für dich. Okay, damals. Nummer 7. Heißt, auch dieses Level neigt sich langsam dem Ende zu, Leute. Schade eigentlich. Ist echt schönes Level gewesen. Fällt mir gut. So, in der Gerudo-Festung muss man auf jeden Fall auch noch ein bisschen was machen. Da haben wir auf jeden Fall noch einen Jinjo, den wir befreien müssen. Ein Jumbo-Schädel und eine Honigwabe oder eine Wabe. Brauchen wir auch noch. Ansonsten, wie sieht denn das Level sonst hier so aktuell aus? Few Totals. So. Ja. Wir brauchen noch 3 Puzzleteile, beziehungsweise 2 Jinjos und 2 Puzzleteile, 10 Noten und die 2 Waben. Dann sind wir hier fertig. Oh Gott. Let's go. So. Irgendwo wurde gesagt, ich brauche den Text aus dem Waldtempel, oder? Dass der hier hilfreich ist. Die Frage ist, was ist damit gemeint? Egal, wir gucken erstmal weiter. So, jetzt kommt erstmal die große Frage. Guck mal, da oben ist schon mal ein Schädel. Da unten kann ich mich jetzt jederzeit auch zurückverwandeln, scheinbar. Gibt es hier sonst noch irgendwelche Geheimnisse, die ich zuvor nicht entdecken konnte? Aber ich glaube nicht. Boah, das Lenken ist mega schwer. Na, das wird nichts. Da drehe ich lieber nochmal eine Runde. Oh, es macht aber keinen Schaden. Ich hatte Angst, dass das Schaden macht. Tut es aber nicht. Jawohl, 15. Okay, hätte ich jetzt theoretisch auch so einsammeln können, die Puzzleteile und so. So, da ist auf jeden Fall eine Wabe drin gewesen, ne? Ja. Die hole ich mir auf jeden Fall auch noch. Easy. So, jetzt müssen wir irgendwie nach unten kommen. Jo.
Und ich denke mal, hier geht's zu dem Jinjo. Ist meine Vermutung. Ja, sieht gut aus. Zack. Hi. Und dann fehlt da nur noch einer. Und ich vermute mal, der ist dann da drüben in dem anderen Bereich. Okay. Zwei Puzzleteile, ein Jinjo, eine Wabe. Und ich weiß auch, wo die Wabe ist. Ich weiß, wo die Wabe ist, Leute. Düdüdü, weil die haben wir schon mal gesehen gehabt. Miau, jetzt geht's wieder rund. Düdüdü. Ah, ich kann schneller fliegen. Oh, merke ich jetzt erst. Wenn ich B gedrückt habe, kann ich schneller fliegen. Miau. Ja, es ist cool. Aber das Lenken ist echt schwierig. So, ich bin mal gespannt, was wir hier noch Wunderschönes vollbringen können. Und kann ich vielleicht mit dem Besen irgendwas im hier machen? Kann ich hier rein? Nee. Dö, 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 dö. Leider nicht. Aber wir können hier rein. Wenn ich treffe. Du Scheiße. Jo, jawohl. Okay. Kommen wir da direkt da raus, wo ich denke, dass wir rauskommen? Ja. Komm mal, nehme ich bei der Wabe hier. Wenn das Lenken nicht so schwer wäre. Jo, da haben wir sie. Geil. Gut, die Waben hätten wir alle. Dann fehlt jetzt quasi nur noch Jinjo und zwei Puzzleteile. Ich denke mal, hier gibt es nichts mehr. Hier sind wir jetzt auch durch. Hier hatten wir ja auch schon Puzzleteil gefunden. Es muss irgendwie noch einen Weg geben. Weil da unten war ja auch ein Puzzleteil, ne? Oder? Ich glaube, da unten war auch ein Puzzleteil. Hier. Nee, woanders. Aber hier oben haben wir auch so Pipes. Also hier in der Gegend waren wir halt auch noch gar nicht. Hier sind auch noch Noten. Okay, da muss ich hin. Da muss ich hin zu den Noten. Oh, dieses Lenken, ne? Hölle. So, zack. 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 Fehlen nur noch 5 Noten. Dann haben wir das schon mal geschafft. Das ist auf jeden Fall ein großer Lichtblick und großer Erfolg. So, da ist einfach ein fetter Wasserfall. Wo ich mir vorstellen könnte, dass hier auch noch irgendwas ist. Guck mal, da ist auch... Ah, da ist noch eine Sprungplatte zum Fliegen. Aber was bringt mir das? Bräuchte ich irgendwo so einen Kessel, dass ich mich erstmal zurückverwandeln kann? Und warum sollte ich da hingehen? Ich könnte vielleicht als Bungee da oben durchbashen. Das könnte ich mir vorstellen. Okay. In die Pipes kann ich auf jeden Fall rein. Und das ist vielleicht gemein. Ah, guck mal, das ist auf jeden Fall der Jinjo. Nein, daneben. Shit. Da ist eine goldene Feder. Na. Ey Leute, das ist so schwer, ne, mit diesem Besen zu fliegen. Denk mal, normalerweise ist man vielleicht eine Biene oder so, weil man auch dieses komische Summen hat. Jetzt komm! Jawohl! So. Okay. Ja. Jetzt fehlen uns noch 2 Puzzleteile. Die Frage ist, wie machen wir das? Eins ist da unten. Da habe ich bloß auch noch keine Idee,
Oder war da nicht ein Puzzleteil? Ich glaube ja. Ich habe noch keine Idee, wie ich das machen soll. Aber war hier nicht auch irgendwo noch so ein Loch in der Wand? Hatten wir nicht irgendwo hier auch eins in der Wand? Ich sehe es leider gerade nicht. Fünf Noten fehlen halt auch noch. Loh. Warte mal, irgendwo hat man doch noch ein Loch in der Wand. Wo war das denn? Gibt's hier noch irgendwelche Geheimnisse? Ich meine, hier haben wir noch so eine Pipe. Ja gut, da sind aber nur ein paar Federn drauf. Ich müsste mich halt zurückverwandeln können irgendwie. In dem oberen Bereich. Also wir waren jetzt in dem Loch drinne, aber ich bin mir eigentlich fast sicher, dass wir irgendwo noch ein Loch hatten. Wo war denn das? War das hier irgendwo? Das war doch hier irgendwo, oder? Dieses Loch. Ich bin mir fast sicher, dass es irgendwo hier war. Da unten, oder? Hier unten hat man auch noch so eine Plattform, oder? Mensch, ich habe auch keinen Plan mehr. War hier noch so eine Plattform? Nee, ergibt ja keinen Sinn. Nein. Alter, dieser Besen. Okay, hier sehe ich aktuell nichts. Irgendwo war aber noch ein Loch. Ich bin mir sicher. Ich bin mir eigentlich sicher. Ich verstehe es gerade nicht. Wo war denn das Loch? Das war doch nicht nur da. Wer hat denn noch... Ach so, das ist dasselbe Loch, ne? Ich glaube, das ist dasselbe Loch, was ich gerade suche. Okay, also uns fehlen noch zwei Puzzleteile. Von dem Loch her haben wir gerade dasselbe gesucht, das war mein Fehler. So, wir müssten jetzt quasi einmal irgendwie hier weiterkommen. Was ist denn eigentlich, wenn ich ins Wasser... Was passiert denn, wenn ich ins Wasser gehe? Okay, da pralle ich ab. Verstehe. Ich muss irgendwas finden, womit ich mich hier in der Nähe zurückverwandeln kann. Was ist denn das für eine Textur? Interessant. Ne, okay, wir schwirren gerade einfach nur sinnlos umher. Ich habe keine Idee. Aber es muss irgendwie noch zwei Wege geben. Gut, Leute, der Part ist aber auch gleich rum. Ich hätte gesagt, die letzten zwei Sachen machen wir im nächsten Part. Weil ich sehe hier leider nicht mehr, was ich noch machen soll. Wir haben jetzt erstmal alles, glaube ich, soweit getan, was wir tun konnten. Den Rest, hätte ich gesagt, müssen wir als Banjo erledigen. Nee, nee, nee. Wir können mal kurz ausprobieren, was passiert, wenn ich da reinfliege. Okay, die tun mir auf jeden Fall nichts, die Bienen. Ja, zwei Puzzle, fünf Noten, dann sind wir durch hier. Nur leider habe ich gar keinen Plan mehr, wie ich das machen soll. Ich glaube, ich werde mich mal offscreen umsehen und dann machen wir das gemeinsam im nächsten Part. That's the plan. Aber theoretisch muss ich mich wahrscheinlich erstmal wieder zurückverwandeln. Oh Gott. Ja, so machen wir das. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute.
gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal geht's dann weiter hier bei Jiggies of Time. Und hoffentlich finden wir dann eine Lösung für unser letztes Problem hier. Bis zum nächsten Mal. Miau.